Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender. Heute öffnen wir das Türchen Nummer 5. Türchen Nummer 5 ist ein ganz besonderes Türchen, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber 5 ist eines der drei einzigen deutschen Wörter, das auf nf endet, neben Senf und Hanf. Von daher ist das Türchen Nummer 5 ein ganz besonderes Türchen, aber auch, weil heute die Geschichte drankommt von meinem lieben Freund Frank Bonkowski. Frank Bonkowski, ein Drittel des Trio Infernal, bestehend aus Thomas Klappstein, Micky Wiese und Frank Bonkowski eben. Der Mann aus Bad Segeberg. Und Frank, ich liebe es einfach, mit dir zusammen an der Käsetheke zu evangelisieren und ja, praktisch Seelsorge zu betreiben und uns dabei gleichzeitig mit den köstlichsten Käsesorten verköstigen zu lassen. Und auch mit Appleboy und Handkäse hast du dich immer gut hier im Hessischen bewährt. Das haben die Kanadier und Norddeutschen halt so an sich. Aber was sagt dieses wunderbare Buch Weihnachtswundernacht Band 5 über Frank Bonkowski? Wir dürfen gespannt sein. Es haben sich einige gemeldet, die gesagt haben, es irritiert sie ein wenig, dass ich so spiegelverkehrt aufnehme. Das liegt einfach daran, dass meine Kameramänner noch schlafen und ich mich selber aufnehme. Und damit das auch alles funktioniert und mein Kopf genau immer an dieser Stelle hier ist, zwischen den Coaching-Büchern, dem Kreuz, dem wunderbaren Bilderbuch Königin der Farben und der Konfirmations-Puzzlekarte, die ich für den Brendo Verlag entwickelt habe. Deswegen müsst ihr einfach es ertragen, dass es so aussieht, als würde ich rückwärts blättern. So ist es. Also, Weihnachtswundernacht Band 5 aus dem Brendo Verlag, das ihr in den einschlägigen Buchhandlungen auch käuflich erwerben könnt, damit ihr das alles nachlesen könnt, ob das auch wirklich so stimmt, wie ich es vorlese, sagt über Frank Bonkowski. Frank Bonkowski ist aktiv. Und zwar ist er aktiv als Pastor, Referent und Buchautor in Bad Segeberg. Er ist verheiratet mit Loretta, Lolly Bonkowski, die als Loretta Jack ganz hervorragende Musik macht. Müsst ihr einfach mal im googeln. Und die beiden haben drei Kinder und die beiden haben die unglaubliche Fähigkeit, das steht jetzt nicht im Buch, miteinander das Leben zu genießen. Wer ihre Frühstücksfotos gesehen hat, der weiß, was ich meine. Frank Bonkowski hat zwei Bücher bei Brendo veröffentlicht. Ist klar, ist ja auch der Brendo Verlag. Hat natürlich noch viel mehr veröffentlicht an anderer Stelle, aber auf jeden Fall im Brendo Verlag hat er zwei Bücher veröffentlicht und er bloggt gerne unter www.untenwieoben.de. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Und jetzt also die Geschichte von Frank Bonkowski. Ich bin doch nur ein Geschäftsmann. Lassen Sie mich zunächst ein für alle Mal etwas klarstellen. Ich bin weder politisch engagiert noch in irgendeiner Weise radikal. Ich bin ein ganz normaler Geschäftsmann, dem daran gelegen ist, genug Gewinn zu machen, um seine Familie ernähren zu können. Das musste erstmal gesagt werden. Seit sich wegen des zäsarenlästiger Völkerzählung Tausende in unsere schöne Stadt Bethlehem aufgemacht haben und wir dieses eine armselige Paar aus Nazareth abweisen mussten, hält sich hartnäckig ein Gerücht über meine schöne Herberge, dem ich in aller Schärfe widersprechen muss. Meine Herberge ist nicht überfüllt. Und die Aussage, dass wir nicht gastfreundlich seien, ist einfach nicht wahr. Wie Ihnen unsere vielen treuen Kunden bestätigen können, ist bei uns zwar immer viel los, aber es stehen zu jeder Zeit genügend Räume zur Verfügung.
Und wir bieten günstige Preise. Zimmer für jeden Geschmack und unser preisgekröntes kontinentales Frühstück mit frischem Brot und unserem berühmten selbstgemachten Honig. Unser Gasthaus hat eine lange und stolze Tradition und ist dafür bekannt, dass wir über Jahre viele unterschiedliche Menschen bei uns willkommen geheißen haben. Nur eben nicht solche Menschen. Lassen Sie mich einfach mal aus meiner Sicht erklären, was wirklich passiert ist. Zwei von solchen Menschen sind eines Abends hier aufgetaucht, um bei uns ein Zimmer zu mieten. Mitten in diesem Stress, den uns die Volkszählung ohnehin gemacht hat. Ja, natürlich habe ich sie weggeschickt. Aber nicht, weil wir nicht genügend freie Zimmer oder ausreichend Essen gehabt hätten. Nazarener sind eben, egal wie bedürftig und erbärmlich sie sein mögen, die Art von Menschen, die unsere Ressourcen aufbrauchen und unsere Sicherheit gefährden. Ich habe mich da informiert. Man weiß doch, was das für Leute sind. Sicher ist da auch mal ein Guter dabei, aber die Wahrscheinlichkeit, mir einen Vergewaltiger oder einen Dieb ins Haus zu holen, der unsere Gastfreundschaft ausnutzt und den ich nicht wieder loswerde, die ist doch gegeben. Sie kennen ja bestimmt das Sprichwort, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ich glaube, der Satz steht sogar in einer der heiligen Schriften. Sicher, die Frau sah schon sehr erschöpft aus und schwanger war sie auch noch. Und ihr Ehemann schien ehrlich verzweifelt und verängstigt. Aber sowas kann man auch vortäuschen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie unverschämt solche Leute beim Frühstücksbuffet zugreifen oder ob die sogar Waffen unter ihren Mänteln in unsere Gegend schmuggeln. Mit solchen Leuten kann man nie vorsichtig genug sein. Mal ganz ehrlich, warum lobt man mich eigentlich nicht für meine Großzügigkeit? Ich war es immerhin, der ihnen seinen Stall angeboten hat. Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass aus dieser Geburt so eine Legende hervorgehen würde? Wegen diesem Hirtenpack, das überall rum erzählt hat, was in meinem Stall passiert sein soll, nur um sich wichtig zu machen. Komische Geschichten über Engel und einen Messias und Frieden auf Erden. Die haben doch garantiert wieder was geraucht, die Jungs. Oder beim Lagerfeuer wieder die Weinamphore kreisen lassen. Jedenfalls hat ihr blödes, kein Raum in der Herberge Gerücht mir das Geschäft mit unzähligen wohlhabenden Wanderern vermasselt, die unsere Gaststätte jetzt umgehen. Die klopfen jetzt bei der nächsten Herberge an, was schade ist, weil die es mit der Sauberkeit ja nicht ganz so ernst nehmen sollen, wie wir es tun. Ich habe jetzt auch Gerüchte gehört, dass diese berühmte Familie aus meinem Stall unter den Flüchtlingen sein soll, die sich aus Angst vor Herodes Genozid auf den Weg nach Ägypten gemacht haben. Die Ägypter, die werden schon merken, was für Leute die sich da ins Land holen. Naja, besser dort als hier. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Ja, es scheint auf den ersten Blick ein wenig herzlos, eine schwangere Frau in die dunkle, kalte Nacht zu schicken. Aber manchmal muss man halt schwere Entscheidungen treffen. Ich habe diese Entscheidung für uns alle hier in Bethlehem getroffen. Für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder, für den Erhalt unserer Werte, für die guten, schrifttreuen Menschen dieser guten Stadt, diejenigen, die sich in den Heiligen Schriften auskennen. Ich sehe es als meine Pflicht, sie vor solch gefährlichen Leuten zu schützen. Und das habe ich getan. Ich würde mich trotzdem freuen, wieder zahlreiche Menschen aus aller Herren Länder bei uns in der Herberge begrüßen zu dürfen. Solange sie nicht Nazarener oder gar Samariter oder irgendein ähnliches Gesindel sind. Und wenn, wäre es natürlich ganz toll, wenn Sie bei den einschlägigen Herbergs- und Wanderführern eine positive Rezension für uns schreiben würden. Und hoffentlich erwähnen Sie dabei den selbstgemachten Honig.
Das war die Geschichte von Frank Pokrowski in Weihnachtswundernacht Band 5. Haltet einfach einen kleinen Spiegel vor das Video, denn dann könnt ihr es auch richtig rum lesen, wie das Buch heißt. Aber wenn ihr in die Buchhandlung geht, werdet ihr schon sehen, so ungefähr sieht es aus. Dann proste ich euch zu und wünsche euch einen guten, entspannten, hoffnungsvollen Wochenanfang und freue mich drauf, euch morgen früh wiederzusehen, wenn wir das 6. Türchen öffnen. Bis dann.